Du, Lenny, ich habe da mal eine ganz kurze Frage. Nein, ganz kurze aber. Wie legt man eigentlich richtig an? Du, ich habe keine Ahnung. Er muss doch wissen, du bist ja der Profi. Ja, wir können ja zusammen mal üben. Das wissen wir ja. Ich möchte mich mal richtig lernen. Ich meine, ein paar Kratzer auf dem Schiff macht doch nichts. Ja, ohne Kratzer auf dem Schiff. Ach so. Ohne Kratzer an meinem Schiff, ohne Kratzer an irgendeinem anderen Schiff und ohne Kratzer am Steg. Naja, dann müssen wir üben. Das kann ich dir auch so nicht sagen. Dann müssen wir üben. Also wie mache ich es überhaupt, wenn ich in eine fremde Marina komme? Was muss ich beachten? Erstmal ruft man da an. Erstmal fragt man, ob ein Liegeplatz frei ist. Die wissen dann auch genau, wo man sich hinlegen kann. Man kippt erstmal die Masten vom Schiff auf und sagt dann nicht, nein, mein Schiff ist 10 Meter, obwohl er 11 Meter ist, um da 1,50 Euro zu besparen oder 2 Euro. Weil das geht natürlich nach hinten los, ne? Machen das welche? Ja, natürlich machen das welche. Und dann weisen diese einen in Box und dann kommen sie dann zu uns und sagen, ja, die Box ist viel zu kurz. Ja, kein Wunder. Ich habe nicht die Wahrheit gesprochen. Echt? Ja. Da lügen welche um die 3,50 Mark. Naja, ich weiß nicht, ob das ein Lügen ist um die 3 Mark, aber meisten Leuten wissen nicht mal, wie lange das Schiff ist. Okay. Das Länge, Breite ist wichtig. Gut. Und das weiß ich. Dann wird ein Platz angewiesen. Der Vorteil ist auch, wenn man irgendwo in Abend kommt und man ist da nicht bekannt, die Leute können euch einweisen und die wissen genau, wo ihr liegen könnt. Mhm. Wenn man so in den Hafen fährt und man liegt so irgendwo an, dann ist die Chance groß, dass man da mit viel Mühe reingekommen ist, aber wieder raus muss, weil der eigene da kommt. Also, immer vorher anrufen. Das wäre gut. Länge des Schiffs angeben, Breite des Schiffs angeben. Das wäre auch gut. Fragen, ob man irgendwie, wo man hin soll. Genau. Und wenn die einen sagen, da und dahin und dann das da ansteuern. Ja. Gut. Und was wichtig ist, erzähl die Leuten im Hafen, ob ihr Erfahrung mit Anlegen habt, ja oder nein. Wenn ihr Einsteiger sind oder ihr seid Charter und ihr habt keine Erfahrung, Okay. Schämt euch nicht dafür, weil dafür sind wir da, dann sind wir auch behilflich. Also wenn man keine Ahnung hat, wie so ungefähr 80% aller, die auf dem Wasser unterwegs sind, soll man Bescheid sagen. Besser ist es. Also, in der Bootsfahrschule habe ich gelernt, ich fahre den Steg ungefähr im Winkel von 45 Grad an. Nachdem natürlich meine Fender draußen sind und meine Leinen parat liegen, fahre ich den Steg ungefähr 45 Grad an, schalte meinen Bugstrahlruder ein und bevor ich am Steg bin, drehe ich das Heck mit dem Heckstrahlruder und Bug mit dem Bugstrahlruder und alles ist super. Im großen Teil ist das richtig, in Theorie, ja? Aber in der Praxis sieht das ganz anders aus. Warum? Wo kommt der Wind von da her? Haben wir Strömung? Ja. Wie hoch muss meine Fender hängen? Haben wir die Situation gesehen, wo wir anlegen müssen? Ja. Wie ist die Situation? Kann man da vernünftig anlegen? Muss man da zwischen zwei Schiffe oder? Okay. Ja. Whatever, ne? Naja, ja. Das ein bisschen vorbereiten müssen wir schon machen. Gut, dann bereiten wir uns mal vor. Schritt 1? Keine Ahnung. Darf ich da anlegen? Nee, hast du einen Fender schon draußen? Moment. Und wer macht jetzt die Ruder? Ich. Fender liegen draußen. Fender liegen gut. Ach so. Fender liegen gut. Gut. Also mit dem 45. Und wo wirst du jetzt anlegen? Da an diesem Steg, wo Bootstände frei dran steht. Okay. An dem großen grünen Steg da. Hast du ihn angerufen? Ja. Bist du sicher? 100 Pro. Okay. Also ich darf da anlegen. Naja, das heißt, der Wind treibt mich weg vom Steg, sehe ich gerade, an den Fahnen. Genau. Dann versuch mal anzulegen. Fahre langsam auf den Steg zu. Schalte meinen Bugstrahlruder ein. Und komme viel zu weit weg vom Steg an. Gut. Das hat schon mal wunderbar geklappt. Auch mit Bugstrahlruder, muss ich sagen. Auch ohne Bugstrahlruder, ja. Noch keinen Einsatz. Also, dann fahren wir erstmal wieder rückwärts. Ich glaube, wir üben nochmal, ne? Am besten ist Wir drehen nochmal eine große Runde. Drehen nochmal eine große Runde. Ich peile
peile den Steg jetzt mit dem Schiff ungefähr im Winkel von 45 Grad an und peile die mittlere Klampe von, also die Mitte vom Steg ungefähr an. Und jetzt langsam ein bisschen eindrehen, dass wir quasi auf die mittlere Klampe zufahren. Ja. Wollen wir aber nicht auf zufahren, kurz davor drehen wir weg. Langsam, ich fahre schon gar nicht mehr. So, jetzt nur noch. Mach mal ganz langsam die Rückwärtsgang drin. Und? So, jetzt nach Steuerbackboot einlenken und Gas nach vorne. Halt, jetzt, ja, kannst du noch machen. Geht noch. So. Und jetzt siehst du schon, dass er sich genau parallel ans Steg dreht. Und jetzt liegt es schon. Gut. Ohne Bugstrahlruder. Ohne Bug- und Extraruder. Schön, wa? Trotzdem, Buchenachsrudere ist schön, dass man das an Bord hat. Ich sage immer, das ist eine Notlösung. Ja. Und man muss sein Schiff auch so fahren können. Wenn morgen der Strom ausfällt und du musst anlegen, kannst du das Schiff nicht mehr anlegen, weil du in Panik kommst, weil dein Buchenachsrudere nicht funktioniert. Also ich dachte immer, wenn man ein Schiff hat nur mit einer Welle, ist ein Bug- und Heckstrahlruder unverzichtbar. Stimmt nicht? Nö. Wenn man es richtig macht, kann man es auch ohne. Ja. Nur, glaube ich, noch mal probieren. Mach mal. Siehst du, wie viel Geschwindigkeit du noch hast? Ja, ganz viel, ja. Und das ist noch ziemlich viel. Ja, das ist noch viel. Ja. Ich habe ja noch 3, ja. So, und jetzt? Kein Gas geben, nichts machen. Ja. Ach so. Und dann kurz Gas geben, ne? Ja, aber ganz kurz. Aber ganz kurz. Sag mir mal wann. Jetzt. Rückwärts, ganz kurz, nee, nicht so doll. Und jetzt mal vorwärts, ganz kurz vorwärts. So, und jetzt bist du, nee, nichts machen, nichts laufen lassen. So, und jetzt liegst du dran. Siehst du? Ja. Jetzt machen wir kurz, ganz kurz rückwärts, dass er still liegt, nicht so doll. Und sonst dreht er dich sofort wieder weg. Ja, aber jetzt geht er ran. Aber jetzt liegst du schon dran. Wieder eins. Ja, kannst du mal sehen. Siehst du? Und jetzt kannst du alleine machen. Stimmt. Hand weg. Er wollte schon wieder eine Buchtalrude. Ja, ja.